Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet. Ja, in den letzten Wochen ist es ein bisschen ruhiger auf meinem Kanal geworden. Irgendwie kam ich wirklich mit der Zeit dieses Weihnachten bzw. dieser Adventszeit nicht zurecht. Ich habe aber heute den Tannenbaum geschmückt, habe damit meine Weihnachtsdeko für dieses Jahr komplett abgeschlossen und es ist zwar ein bisschen spät, aber nichtsdestotrotz möchte ich heute mit euch mal durchs Haus gehen und ja, einfach mal zeigen, wie ich dieses Jahr dekoriert habe. Ja, wir haben heute Sonntag, den 22., also den vierten Advent. Ich filme, schneide und veröffentliche gleich, also alles an einem Tag. Ich hoffe, euch gefällt die Tour. Lasst mir ein Däumchen oben da und dann starten wir. Wir starten im Schlafzimmer. Hier habe ich das erste Jahr jetzt auch ein bisschen dekoriert. Ja, am Bett ist nichts Besonderes. Ich dachte, die Sternchenbettwäsche seit zig Jahren in unserem Besitz passt am besten in diese Zeit. Dann habe ich hier oben noch eine Lichterkette hingelegt. Das ja, ist doch ganz süß, wenn das große Licht aus ist und macht auch eine nette Atmosphäre. Und ja, dann habe ich nichts weiter getan, als hier auf unsere Nachttische noch so kleine Holzfigürchen zu stellen. Drüben beim René steht auch noch mal eins. Und ja, unser Kabelwirrwarr von der Fensterbeleuchtung. Und ja, dann habe ich hier auf dem Sideboard noch so eine kleine Tannengirlande liegen mit ein paar Tannenzapfen drin und ja, noch so einem kleinen goldenen Hirsch. Weiter geht es dann ins Ankleidezimmer. Hier habe ich nicht sehr viel gemacht, ähnlich wie im Schlafzimmer. Ja, hier auf dem Sessel steht so ein kleines weihnachtliches Kissen. Habe ich vor zig Jahren mal im Kick geholt. Haben die bestimmt auch dieses Jahr wieder gehabt. Ich weiß es nicht. Dann habe ich hier in der Ecke ja zwei Regalbretter, wo meine Taschen stehen und ein Teil meiner Hausschuhsammlung. Und ja, hier habe ich einfach nochmal einen Schneemann hingestellt, noch ein paar Tannenzapfen und dann war es das eigentlich auch schon wieder. Hier haben wir wieder so ein schönes Kabel von der Fensterbeleuchtung und hier auf dem Fensterbrett stehen noch zwei von diesen kleinen grünen Bäumchen. Ja, wenn wir uns denn weiter drehen, hier habe ich ja so eine kleine Kommode. Auf der Kommode ja, habe ich so eine silberne Vase mit Dekozweigen, die so schön glitzern, so ein bisschen Frosteffekt haben. Hier habe ich auch die Pinkbox aus diesem Monat. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch das mal, dann könnt ihr da mal reinschauen. Das Thema war Party Party und das Design der Box ist ja wohl immer mega schön. Hier oben drüber habe ich dann, ja, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, so ein Hängeding aufgehangen. Auch schön mit Glitzer natürlich. Weiß-Silber passt gut in den Raum. Und da dran hängen einfach ein paar Schneeflöckchen. Im Gesamten sieht das Ganze dann so aus. Und dann kommen wir auch schon zu meinem Schminktisch. Hier ist einfach nur so ein kleines Schleifchen an den Spiegel gekommen. Und ja, ich hatte ja einen Rossmann-Haul gefilmt. Wer den noch nicht gesehen hat, werde ich auch mal verlinken. Da gab es diese schöne ja, Taschentuchbox. Richtig hübsch fand ich die. Und ja, das war es dann auch schon hier im Ankleidezimmer. Ja, weiter geht es dann ins Bad. Das ist ja winzig klein, wie einige vielleicht wissen. Hier ist nicht viel passiert. Hier steht die Handseife, die ich auch im Rossmann geholt hatte. Passend dazu steht da hinten auch das Toilettenpapier. Und ja, hier habe ich dann noch mal so ein kleines Bäumchen hingestellt und einen Eisbären. Und hier oben steht auch noch mal eines dieser Bäumchen. Und so haben wir auch im Badezimmer einen kleinen, kleinen Tacken Weihnachten. Oben im Flur haben wir dieses Sideboard stehen, auf dem die Katzen so gerne liegen. Aus dem Grund ist ja immer nur diese Ecke hier dekoriert. Da habe ich so ein kleines Filzdeckchen liegen und ja, eine Figur aus Ton. Das ist tatsächlich das erste Stück Weihnachtsdeko, das ich ja, besessen habe. Das hat ja, meine Eltern, glaube ich, haben mir das mal auf dem Weihnachtsmarkt gekauft. Und ja, das wird in Ehren gehalten natürlich. Und hier auf dem Tischchen in der Ecke, da habe ich noch mal eine größere Sternenmatte mit zwei kleinen Engelchen
noch einem Teelicht und ja, dann war es das hier oben auch schon wieder. Ja, dann wollen wir jetzt mal runtergehen. Hier im Treppenhaus habe ich dieses Jahr nichts gemacht. Letztes Jahr hing hier ja eine Girlande. Das habe ich dieses Jahr nicht zustande gebracht. Wenn wir dann die Treppe runterkommen, haben wir den Blick erstmal auf die Garderobe. Hier habe ich eine Lichterkette und Watte ausgelegt und kleine Figürchen reingesetzt. Und das Bild ist eines der Diamond Painting Bilder, die ich mir auf Wish bestellt hatte. Ja, hier oben hängt dann wieder mein Schneeflöckchen. Das hatte ich mal aus Toilettenpapierrollen gemacht. Hier auf dem Schlüsselbrett, da steht noch ein kleiner weißer Glitzerwichtel. Den hatte ich auch im Globus im Sale geholt. Ja, hier in der Ecke steht ja immer die Laterne. Da ist einfach nur ein funkelndes Schleifchen dazu gekommen und ja, ansonsten liegen Tannenzapfen drin. Und dann schauen wir mal gegenüber in die Gästetoilette. Hier hängt ein Engelchen an der Tür. Und ja, wer länger dabei ist, weiß, auch dieser Raum ist winzig klein. Entsprechend habe ich nur hier auf dieser Ablage ein bisschen dekoriert, wieder Watte ausgelegt und drei Figürchen aufgestellt. Und hier auf dem Fensterbrett steht so ein kleiner Zug. Den hatte ich, glaube ich, letztes Jahr im Action geholt. Und ja, noch dieses Holzfenster. Und ja, ich denke, das sieht auch immer ganz nett aus. Und damit sind wir ja richtig im Erdgeschoss angekommen. Wir haben hier die Küche. Jetzt erstmal ein bisschen dunkler und dann erleuchte ich uns jetzt gleich. Aber ja, jetzt mit dem großen Licht ausgeschaltet, seht ihr, wie schön es hier an allen Ecken und Kanten leuchtet. Und damit wir uns das aber genau anschauen können, mache ich es jetzt hell. Ja, hier auf der Küchenzeile, auf der Arbeitsplatte, habe ich eine Leinwand stehen, die auch mit kleinen LEDs beleuchtet ist. Und davor dann noch so eine kleine Holzszene, die hatte ich zum Geburtstag bekommen. Hier in der Ecke steht dann aus dem Action ein Weihnachtsmann im Heißluftballon und ein ja, Holzbäumchen. Dann kommen wir hier zum Herd. Ich habe mir dieses Jahr ja, Weihnachtstextilien gekauft. Und zwar diese Topflappen und Ofenhandschuhe, die gab es im Seegross. Und ich fand die süß. Die passen super in die Küche hier farblich und ja, funktionieren einwandfrei. Dann habe ich hier die Laterne stehen mit drei kleinen Weihnachtsmännern drin. Und die Kerze hier, die ist der Hammer. Die hatte ich im Action geholt, die riecht nach Bratapfel. Da ist noch ein bisschen Glitzer sogar drin. Die ist richtig gut. Und ja, wenn wir dann des Weges weitergehen, haben wir hier in der Ecke nochmal einen Weihnachtsmann, auch aus dem Action. Und hier oben dann unseren Christmas Countdown. Ja, wir haben ja wie gesagt Sonntag. In zwei Tagen ist es soweit. Und ja, dann hier auf der Vase waren ja Herbstlaubblätter. Da habe ich jetzt so ein Glitzerschneeflöckchen oben aufgeklebt. Und in dem Glas, in dem vor ein paar Wochen noch das Eichhörnchen saß, steht jetzt ein kleiner Engel von Watte umgeben. Dann haben wir hier nochmal zwei Figürchen. Hier stehen übrigens die drei Wintertees, die ich im Rossmann geholt hatte. Die sind super, super lecker. Kann ich euch echt nur empfehlen. Ja, und mit den Topflappen habe ich mir auch zwei weihnachtliche Küchentücher geholt. Ja, und ja, dann schauen wir weiter. Hier am Fenster bzw. an der Terrassentür, da hängt unser Adventskalender. Sind nur noch zwei Lose drin. Dann hier ein Kranz, der auch beleuchtet ist. Und hier unten ist dann ein kleiner Weihnachtsmarkt. Die Häuschen, die hatte ich dieses Jahr im Action gekauft. Die sind batteriebetrieben. Allerdings habe ich nicht so Bock drauf, vier Häuschen jeden Tag an- und auszuzwitschen. Drum habe ich René gebeten, das ist ja mein Mann,
Das umzukabeln. Der ist hobbymäßig an Elektro interessiert und bastelt da gerne rum und hat mir das Ganze verkabelt, sodass das jetzt mit Strom funktioniert und an einer Zeitschaltuhr ist. Und falls euch interessiert, wie er das gemacht hat oder vielleicht eure bessere Hälfte, könnt ihr euch bei ihm mal reinklicken, denn er hat jetzt auch ganz neu mit YouTube angefangen und einen kleinen Kanal. Und er nennt sich der Bastelbruder. Er bastelt einfach gerne. Und ich verlinke den Kanal unten mal. Ihr könnt gerne vorbeischauen und mal nette Grüße ausrichten. Ich glaube, er würde sich sehr freuen und ich mich sowieso. Ja, hier draußen funkelt's und glitzert. Das zeige ich euch jetzt gleich ein bisschen näher. Wir machen jetzt erstmal mit der Küche hier weiter. Hier oben stehen die beiden Tassen, die ich dieses Jahr im Kick geholt habe. Und das sind die beiden Tassen, die ich letztes Jahr im Action geholt habe. Ja, ich habe, glaube ich, so einen kleinen Tassenspiel. Ich weiß es nicht. Dann hängen hier von der Lampe Papierlampe aus. Die habe ich vor zig Jahren mal selber gebastelt. Dann hier einer unserer beiden Adventskränze. Ja, wir benutzen den einfach jedes Jahr wieder, weil durch den Kaminofen sehen die mit Tannengrün nach ein, zwei Wochen echt nicht mehr ansehnlich aus. Und ja, hier steht unser Hexenhaus. Das Hexenhaus, das ist eine Familientradition bei uns. Das gibt es jedes Jahr, so ein bisschen an Hänsel und Gretel angelehnt. Hier ist die Hexe, da haben wir Gretel und der Hänsel, die arme Socke, die steckt da im Stall. Und dieses Häuschen habe ich selbst gemacht. Wenn ihr sehen wollt, wie sowas entsteht, letztes Jahr habe ich das ganze Prozedere gefilmt und werde euch das hier oben rechts oder links mal verlinken. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Ist immer eine Menge Arbeit, aber auf jeden Fall ein Hingucker und besonders Kinder freuen sich immer sehr davon, naschen zu können. Und damit kommen wir ins Wohnzimmer. Ich hoffe, dass das Licht hier ausreicht, denn wir haben hier im Wohnzimmer keine Deckenlampe. Und weil ich euch die Wirkung der Lämpchen zeigen wollte, habe ich eben spät gefilmt. Ja, wenn wir reinkommen, haben wir eine schlafende Faye auf dem Sessel und daneben den Weihnachtsbaum. Das ist ein künstlicher Baum, den wir jetzt, ich glaube, das fünfte oder sechste Jahr schon stehen haben und reich dekoriert. Unten von der Decke ist nicht viel zu sehen. Da stehen schon die Geschenke. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen näher ran an den Baum. Da hat sich über die Jahre so einiges angesammelt. Die Farben sind ja, wie ihr das schon sehen könnt, Gold, Rot und Weiß. Und ich finde es schön, wenn man verschiedene Formen dran hat. Sowohl Kugeln als auch Flöckchen und Pilze. Da unten sind kleine Geschenke. Dann hatte ich dieses Jahr im Action-Jahr solche Plastikfigürchen geholt. Die hängen mit hier drin. Und vereinzelt auch noch solche Flügel. Hier ist noch eine Ballerina. Und ja, manch einem ist das sicherlich ein bisschen zu viel am Baum. Mir und uns gefällt das sehr gut. Und ja, so sieht unser Bäumchen aus. Dann schauen wir jetzt mal von rechts nach links hier durch. Die Holly, die liegt übrigens hier. Ja, Faye am Sessel, Holly auf der Tonne. Und wir stören gerade Holly beim Nickerchen machen. Ich war nämlich gerade eingeschlafen und dann kam ich rein und habe losgequasselt. Ja, sie möge es mir verzeihen. Ja, hier auf dem Kamin, wer das Clean and Decorate with Me gesehen hat, kennt das schon. Hier steht der zweite Adventskranz, Schale, Gesteck mit zwei Bäumchen und rechts und links Figuren. Und dann haben wir hier eine kleine Krippe. Ja, die Belichtung ist jetzt tatsächlich ziemlich schlecht. Das war mein Adventskalender und ja, die finde ich sehr süß und stelle die jedes Jahr gerne auf. Und ja, hier an der Seite steht ein kleiner Wichtel mit einem Geschenk. Und wenn wir dann weiterschauen, neben meinem Disney-Schloss steht hier ein beleuchtetes Bäumchen mit einem kleinen Wichtel oder Kind daneben und dann noch einer Glocke. Und hier unten steht dann die richtige Krippe mit einem Diamond-Painting-Bild und nochmal Kerzen. Ja, wir gehen mal ein bisschen
an die Krippe ran. Ja, hier bei uns ist Jesus schon geboren. Naja, wird halt manchmal ein bisschen flucker, ne? Ja, dann schauen wir weiter durchs Wohnzimmer. Hier unter dem Fernseher, da habe ich nochmal eine beleuchtete Leinwand und habe hier links eine kleine Szene aufgebaut, und zwar eine Weihnachtsbackstube. Und hier rechts ein kleines Winterdorf. Und ja, ich finde, das sieht immer ganz nett aus. Hier stehen auch ja unsere Keksdosen mit den Plätzchen, die schon gebacken wurden. Und ja, so schaut das aus. Oben drüber schaut das Ganze so aus mit ein paar Kerzen und zwei schlittenfahrenden Kindern. Und ja, dann sind wir jetzt gleich auch schon fertig. Auf dem Sofa ist nicht viel passiert, wie ihr sehen könnt. Hier auf dem Tisch stehen nochmal Keksdosen. Ein Schlitten mit Nüssen steht hier. Und ja, von Juwelkerze nochmal den Bratapfelduft. Und hier steht schon unser Weihnachtsteller. Allerdings ist der natürlich noch leer. Da müssen wir noch zwei Tage warten. Ja, hier hinterm Sofa steht das North Pole Post Office. Da sind Weihnachtsgrußkarten drin, die wir in den letzten Jahren bekamen. Und hier habe ich ja, ein Glitzerhirsch stehen und eine Kerze, genauso wie auf der anderen Seite dort auch. Und hier sitzt noch mein kleiner Wichtel und fährt eine Runde schlitten. Ja, hier ist unser Aquarium. Nichts Weihnachtliches, ganz normal. Und damit sind wir hier auch am Ende angekommen. Jetzt gehe ich mit euch noch raus. Hier draußen regnet es gerade und es ist ein bisschen windig. Ich hoffe, es rauscht nicht so sehr, ihr könnt mich gut hören. Hier auf unserem Gartentisch liegt Tannengrün aus und ja, ein Schlitten mit einem Rentier davor. Dann ist hier noch ein Bäumchen. Hier im Hintergrund seht ihr auch so einen Projektor, der Schneeflocken ja eben projiziert. Hier oben haben wir dann eine Lichterkette mit weißen Kugeln und ja, einer Sternschnuppe, alles beleuchtet. Hier in den Blumentöpfen ist auch nochmal alles beleuchtet. Und wenn wir dann weiterschauen, hier am Treppengeländer hängt auch nochmal eine Girlande mit Schneeflöckchen und darunter hängen so kleine Kränze. Ja, und da habe ich jetzt tatsächlich eine Frage an euch. Ja, diese Kränze hier, die habe ich selber gemacht und ich habe das Ganze auch gefilmt. Nur, ja, irgendwie nicht geschafft, das zeitig noch hochzuladen. Ebenso selbst gemacht hatte ich hier dieses Holzschild. Und da ist jetzt die Frage an euch. Ich habe das Material da, ich muss es nur schneiden. Wollt ihr das in diesem Jahr noch sehen, auch wenn es euch für Weihnachten nicht viel bringt? Oder soll ich es mir lieber für nächstes Jahr aufheben? Ja, meine Lieben, jetzt bin ich schnell wieder reingehuscht, denn das ist ganz schön ungemütlich. Wir sind am Ende angekommen. Ihr habt alles gesehen, sowohl die obere Etage als auch das Erdgeschoss und den Garten. Ich ja, wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest und ja, vor Silvester hören oder sehen wir uns vermutlich noch. Aber auf jeden Fall wunderschöne Weihnachtstage mit Freunden und mit der Familie. Und ja, ich sage jetzt Ciao Kakao, wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!